PA Sports über seine Pyramidentheorie und den Antarktis-Vertrag. Und ich bin auch ein Typ, der fest davon überzeugt ist, dass irgendwas faul ist auf der Welt. So. Die verfickten Pyramiden. Wer hat diese Pyramiden gebaut, Alter? Die Pyramiden stehen alle auf einer Linie. Verstehst du das? Also jetzt fickst du mich gerade. Ich war da voll der Dingse. Noch voll unschuldig, Digga. Verschwörungsjungfrau quasi. Und das allererste, was sie nach diesem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, nachdem die dort hingegangen sind, okay, alle zusammenkommen, dort, da darf keiner mehr hingehen. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar gehen wir wieder in die Nostalgie-Recherche rein, wenn ich das so sagen darf. Hört mir gerne alte Sachen an, weil damals konnte man noch im Deutschrap frei geile Interviews führen und über geile Themen reden. Ist ja leider heutzutage nicht mehr so. Deswegen ziehen wir uns alte Sachen rein. Und zwar ziehen wir uns jetzt einen Ausschnitt von meinem Interview mit PA Sports rein. PA Sports über seine Pyramidentheorie und den Antarktis-Vertrag. Ich muss ehrlich zugeben, ich glaube, PA Sports war der Erste, der mich damit konfrontiert hat. Mit den Pyramiden, also nicht, dass ich von den Pyramiden nicht schon mal gehört habe, aber dass es so ein Mysterium ist und auch mit dem Antarktis-Vertrag. Ich habe davor noch nie davon gehört und seitdem haben wir uns ja schon ausgiebig damit auseinandergesetzt. Ich war hier selber schon an den Pyramiden in Mexiko. Das ist auf jeden Fall ein Thema geworden, was ich gerne weiterhin verfolge. Shoutouts gehen raus an PA Sports an der Stelle, wenn ich das so sagen darf. Wir gehen rein, meine lieben Freunde. Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter geht los, Digi. Und los. Guck mal, man konnte da noch so ganz easy einfach sagen, jetzt Thema Verschwörungstheorien. Und das Thema Verschwörungen, Bruder. Wow. Jetzt wird's wild. Jetzt ich hab mir letztens das Ding reingezogen mit dem einen Typen. Wie hieß der nochmal? Trau kein Promi. Flache Erde, Antarktis, die Eiswand, alles. Ich hol euch. Digga, der hat Talk gemacht mit Trau kein Promi, auch wild. Da könnten wir eigentlich auch mal drauf reagieren, Digga, Chat. Groß. Glaubst du alles? Nach Quatsch. Glaubst du, die Erde ist flach? Nein. Nein, Bruder. Schwachsinn, sagt Jamula. Jamula auch im Hintergrund, Digi. Der war da, der hat's gefühlt, Bro. Der hat mir eigentlich versprochen gehabt, dass wenn er Interviews macht, dass er mit mir das erste Interview macht. Leider Versprechen nicht gehalten, Veju. Nein, Mann. Bist du dir hundertprozentig sicher, dass die Erde rund ist? Nein. Das habe ich schon vergessen, ja? Nein. Ziehst du dir Sachen darüber rein? Ich glaube, die ist oval. Ja, so halt nicht perfekt rund, wa? Ja. Ja, Bruder. Guck mal. Denk schon. Du bist schon so ein Typ, der sich viel mit dem Shit beschäftigt hat, oder? Ja. Warum? Extrem. Und ich bin auch ein Typ, der fest davon überzeugt ist, dass irgendwas faul ist auf der Welt. Ja. So. Klar, aber flache Erde ist too much für mich. Warum hast du dich angefangen, mit sowas zu beschäftigen, Bruder? Bruder, ich war schon immer sehr anfällig für sowas. Es ging los, als ich 15 war, da habe ich mir Loose Change reingezogen. Das war auch so ein wahrheitssuchender Cousin halt. So wie Kollege gesagt hat, man, es gibt Leute, wir haben noch Connection to the Roots so. Wir haben das noch in uns verankert, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen wollen, weil das eigentlich unsere menschliche Natur ist, Bro. Wir wollen wissen, wo wir herkommen. Wir wollen wissen, wo wir angelogen werden. Wir wollen wissen, wer wir sind als Menschen. Fertig aus. 9-11-Doku. Und von da aus habe ich mir einfach so einen Scheiß gegeben. The Arrivals, Zeitgeist. Geil, Digga. Zeitgeist war mein erstes verschwörungsmystisches Ding, meine lieben Freunde. Da wurde ich quasi introduced. Zeitgeist habe ich mir auch gegeben. Was weiß ich alles. Habe ich mir alles reingezogen. Da war ich aber noch jung, Digga. Ich glaube, da war ich nicht mal 18. Doch, 18. So 17, 18. Irgendwie neben der Zeitgeist. Wann ist ein Zeitgeist rausgekommen, Digga? Weiß das einer von euch? Gibt's das noch auf YouTube, Bro? Vor 5 Jahren Zeitgeist 1. Ist aber ein Re-Upload, ne? Zeitgeist Moving Forward. Kompletter Film ist ein anderer, glaube ich. Ja, ist ein anderer. Vor 12 Jahren. Ne, vor 5 Jahren kann ich sein. Das ist ein Re-Upload. DVD war das damals. Um Religion 9-11. Digga, das war eine heftige Scheiße. Ich weiß noch, wie ich mir das zum ersten Mal reingezogen habe. Wild. Wild. Und das Ding ist, ich weiß nicht, Bruder. Weißt du, was für mich faszinierend ist? Was für mich ein Thema ist, was mich echt beschäftigt? Die Pyramiden, Digga. Die verfickten Pyramiden. So, Bruder. So. Wer hat diese Pyramiden gebaut, Alter? Hast du dich schon mal damit beschäftigt? Nein. Wer hat noch nie, Digga. Oh. Ich jetzt meinen Bruder hier hinsetzen, Bruder. Der ist drin in dem Scheiß. Oh, wer hat diese verfickten Pyramiden gebaut, Digga? Was glaubst du denn? Ich weiß es nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, eine These von mir ist, dass es das alles so schon mal gegeben hat. Es gab schon mal eine Hochkultur. Es gab schon Autos, Flugzeuge, alles. Und es wurde schon mal alles platt gemacht. Autos, Flugzeuge, alles. Vielleicht sogar Dinge, die wir, Bro, ich gehe mittlerweile auch so weit, dass ich sage, dass die damals auf jeden Fall vielleicht sogar auch
Technologien teilweise hatten, die wir heute nicht mal mehr am Start haben. Also, dass die schon weiter waren als wir heute, teilweise. Weil ist das das, was du aus den ganzen Theorien und so geschlossen ist eine, hast? Es ist eine Theorie, es ist eine Theorie, es ist eine Theorie nur. Von dir selber oder hast du dir irgendwo, gab es irgendwo einen Anstoß? Von mir selber und dann gab es auch noch Anstöße, wo ich gesehen habe, dass es manchen gibt. Guck mal, die Pyramiden sind ja krasse Bauten, Gebäude so, ne? Wie, die Art und Weise, wie die gebaut wurden. Und die sind vor zigtausenden Jahren gebaut worden. An Orten, an verschiedenen Orten, die man nicht hätte erreichen können damals. Da hätte keiner, also du konntest, in China steht eine Pyramide und in Ägypten steht eine Pyramide, ne? Die gleich sind. Aber derjenige, mehr oder weniger, die in Ägypten gebaut hat, der konnte unmöglich nach China, um die da zu bauen. Anscheinend. Vielleicht konnte er doch. Vielleicht waren die interkontinental miteinander connected. Oder, andere Theorie, vielleicht haben die dasselbe Wissen bekommen von jemandem Externen. Zum Beispiel von Jungs innen, die diese Taschen trugen. Miese Recherche. Damals gab es keine Flugzeuge und diesen ganzen Kram, ne? Die Pyramiden stehen alle auf einer Linie. Verstehst du das? Also, jetzt fickst du mich gerade. Also, ich war noch voll der Ding so. Noch voll unschuldig, Digga. Verschwörungsjungfrau quasi. Hier ist eine Pyramide irgendwo auf dem Platz, auf der Welt. Hier ist eine und hier ist eine. Wenn du von der einen in Ägypten einfach gerade die Linie verfolgst, kommst du irgendwo am anderen Arsch der Welt bei der nächsten Pyramide an, Dicker. Und weiter geht's auf die nächste. Und also es gab eine Reportage, wo ich mir das so reingezogen habe. Kann auch sein, dass ich gerade vollkommen im Bullshit rede, aber ich hoffe, dass es die Wahrheit ist. Ich hab's mir auf jeden Fall so beibringen lassen. Mhm. Und es gab einen Typen, ich muss das... Janusz hat das mal im Stream gemacht, Digga. Der hat mal, es geht nicht nur um die Pyramiden, es geht um antike Kult, also um diese Städten, so auch Osterinseln und so, weißt du? Der hat die doch mal einfach bei Twitch, hat er das nicht mal gemacht? Der hat es doch mal gemacht auf Google Earth, die Dinger miteinander verbunden und hat dann festgestellt, dass sie tatsächlich auf einer Linie liegen. Gleich muss ich das rausholen, dann kann ich das sagen. Der Typ hat sein Leben dieser Sache verschrieben, dieser Sache zu forschen. Mhm. Ja? Und er ist diese Linie nachgereist, an allen Pyramiden vorbei. Ja? Und er ist am Ende, das ist so krank, führt diese Linie in die Antarktis, genau an den Punkt der Antarktis, den du nicht bereisen darfst. Meint der Erich von Däniken? Also er konnte diese Linie verfolgen. Bis zu einem gewissen Punkt. Den er nicht mehr folgen durfte. Er durfte nicht. Admiral Byrd. Da durfte man nicht hin. Also das Ende dieser Linie endet an einem Punkt, den man nicht bereisen darf. Was verfickt nochmal ist da? Erstens. Zweitens, bis heute alle Architekten der Welt, das ist ja das Ausschlaggebende, sagen, das kann, sagen, gibt uns die beste Technologie, gibt uns die krassesten Laser, gibt uns alles, was zur Verfügung steht heutzutage. Wir können diesen Scheiß nicht bauen. Wir können das nicht bauen. Das kann keiner nachbauen. Und die wollen uns erzählen, dass irgendwelche Menschen, irgendwelche Leute... Bruder, komm ins Café, Digga. Ey, Bro, das fehlt mir voll. Das fehlt ganz Deutschland, glaube ich, so. Solche Gespräche, Bruderherz. Das ist, wie ich gestern mir den Talk reingezogen habe von Joe Rogan und Tucker Carlson, so, weißt du? Das sind einfach geile Talks, bruv. Dass das nicht mehr gibt, das ist so schade, ja. Gezwungen wurden und das mit ihren eigenen Händen und Meißel und Hammer gebaut haben. Und die krassesten Architekten der heutigen Zeit mit der heutigen Technologie sagen, es geht nicht. Können wir nicht. Wer hat diese Scheiße gebaut? Und die kann nicht zerstört werden. Die können nicht zerstört werden. Und meine These ist einfach, dass das Dings vielleicht gewesen ist. Dass schon mal alles zerstört wurde und dass, hey, wir waren schon mal weiter, als ihr es gewesen seid. Ja, und wir hinterlassen euch hier etwas, was unzerstörbar ist. Aber es geht alles immer wieder kaputt. Und ihr Menschen fickt euch jedes Mal selber. Hier, guck mal, was wir euch hier hingestellt haben. Die Sphinx genauso. Das Krasse dabei ist ja, dass die Sphinx zum Beispiel auch, da wurden Gesteine gefunden irgendwie, die es suggerieren lassen, dass die noch älter ist, als wir behaupten. Ne? Wir sagen ja 5.000, 6.000 Jahre, aber die Gesteine, die da gefunden wurden teilweise, sind 11.000, 12.000 Jahre alt. Also es gibt auch Theorien, die besagen, dass auch diese
Pyramiden und die Sphinx und so, die Ägypter nur übernommen haben und gar nicht selbst gebaut haben. Auch wild. Bruder, wer hat gebaut? Wer hat die gemacht? Wer hat das gemacht? Ich hab keine Antwort. Ich hab keine Antwort dafür, jo. Sag mal deine Theorie, hab ich ihn gefragt noch? Aus religiöser Sicht hätte ich eine Antwort dafür. Ah, ja. Der sagt Djinns. Und das ist dann auch wieder der Punkt, wo ich da ankomme und einfach sage, ey, ich glaube an die Wahrheit. Was ist die Antwort aus religiöser Sicht? In unserer Religion, im Islam, sagt man, dass die Erde von den Djinns bevölkert wurde, bevor es die Menschen gab. Ja, unser Schöpfer hat ja Tiere, Menschen und Djinns erschaffen. Djinns sagt man bei uns im Christentum sagt man, glaube ich, Dämonen. Hm. Ja, sag mal noch, Dämonen ist, glaube ich, das christliche Wort für Djinns. Und die Erde wurde von den Djinns belebt. Und die Djinns haben unfassbare Kräfte gehabt. Unfassbare. Die waren auch groß und so, wa? Power sind stärker auch als Menschen. Bestehen aus Feuer. Nicht aus Erde wie der Mensch. Ja? Und die einzige logische Erklärung für mich ist, aus religiöser Sicht, die haben das gebaut. Die haben das gebaut. Und diese. Voll interessant, ich bin nochmal neu drin irgendwie jetzt gerade. Ich habe schon vergessen, was wir da gequatscht haben. Was wir da zusammen geschwurbelt haben, Vigio. Ey, denkst du nicht aus der jetzigen Welt einfach heraus, wenn du das jetzt so dir logisch erklären willst, ist die einzige logische Erklärung, dass es schon mal alles eine Hochkultur gab. Dass es schon mal Leute gab, die in der Lage dazu waren, das zu bauen. Und die Leute gibt es noch nicht mal heute. Keine Ahnung. Oder Aliens. Vielleicht ist es auch ein UFO. Und der macht sich auf einmal zu so einem Raumschiff und fliegt hoch. Boom. Keine Ahnung, was das ist. Einfach so. Von Seite. Ich weiß es nicht. Antarktis ist auch ganz tricky. Zum Beispiel flache Erde. Guck mal, wie drin ich bin da, siehst du das? Und so, die sagen, ja, Antarktis ist so der Rand und was weiß ich was für ein Scheiß. Aber es ist einfach Fakt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, ne, nach dem Zweiten Weltkrieg, der allererste Vertrag, der geschlossen wurde, war dieser Antarktis-Vertrag. Das sind Facts, Bro. Also nachdem die ganze Welt sich gegenseitig geschlachtet hat, war das Erste, was die beschlossen haben, dieser Vertrag. Why? Hitler war tot, die Nazis waren bekämpft, aber die wussten, dass die dort geforscht haben und dort irgendwas fabriziert haben. Da haben sich die Vereinten Nationen zusammengetan und haben gesagt, wir müssen in diese Antarktis und gucken, was da los ist. Was haben die Nazis da gemacht? Sind dort hingegangen und das allererste, was sie nach diesem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, nachdem die dort hingegangen sind, okay, alle zusammenkommen, da darf keiner mehr hingehen. So, wir machen jetzt einen Vertrag. Diesen Vertrag gibt's, oder was? Ja, kannst du bei Wikipedia nachlesen. Die Antarktis ist so. So, pass auf, das ist die Antarktis. So, okay. Und das hier gehört... Oder voll geil, Digga, oder? Sei ehrlich. Russland, das hier gehört Frankreich, das hier gehört Deutschland, das hier gehört... Der kann halt auch gut erklären, der PA, ne? Und ist ein sehr intelligenter Dude auf jeden Fall. Beispielsweise, ne? Und das ist alles so wie Pizzascheiben. Und das eine in der Mitte, da darf keiner hin. Die gehört keinem und da darf auch niemand hin. Berufsschule dritte Reihe. So. Jetzt ist er CEO. Vigio, der war da auch schon CEO, Bro. Der ist halt auch gut, was Business und so angeht, ne? Wie gesagt, sehr intelligent. Iraner halt, ne? Die sind sehr, also oft viele Iraner sind halt sehr intelligent, Bro. Die sind ja alle Ärzte oder irgendwas Krasses machen die immer. Und diese Fläche ist genauso wie die anderen Flächen. Und natürlich die Erklärung. Beschäftigen würde der sich damit immer noch, oder? Der hat das Game durchgespielt. Nee, ich glaube, der beschäftigt sich noch, aber ich glaube, der hat sich ein bisschen in der Öffentlichkeit halt, wie alle anderen auch, ne, Kollege und so, haben sich ja alle, ich bin quasi das Ende gewesen, dass man überhaupt über sowas noch reden kann. Seitdem es mich gab, Digga, traut sich keiner mehr über solche Sachen zu reden, Digga, weil die mich gefickt haben, weißt du. Ist eigentlich gar nicht lustig, jo. Ja, das ist unbewohnbar und das sind die Lebensverhältnisse. Ein Mensch, der da hingehen würde, würde sterben. Wollt ihr mich verarschen? Die Antarktis ist die Antarktis. Als ob diese Fläche anders ist als jetzt da. Das ist doch alles der gleiche Scheiß. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, ja, ich sehe nur, das ist krank. Das ist krass, Alter. Das ist krass, das ist krass, das ist krass. Und wenn du dir diese Informationen gibst, ne, und wenn du so Sachen reinziehst, so, was sind da deine Quellen? Gibt es Quellen, denen du 100% vertraust? Oder wie forschst du das danach? Gibt es irgendwelche so... Also weißt du, nee, ich gehe von der Geschichte zu dem Thema, was ich dir gerade gesagt habe, dass der Antarktis-Vertrag der erste Vertrag ist, der nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen wurde, ist Fakt. Mhm. Kannst du überall nachlesen. Es ist nicht so aus einem ominösen YouTube-Video, was ich irgendwo gefunden habe. Und dass die Vereinten Nationen, nachdem die Nazis... Bro, das stimmt. Ich habe das sogar, nachdem wir den Talk hatten, Digga, hier die Ancient Handbags, Bruder, die sind so mysteriös.
Das ist Facts, was der erzählt hier, ne? Der Antarktis-Vertrag ist eine internationale Übereinkunft, die festlegt, dass die unbewohnte Antarktis zwischen 60 und 90 Grad südlicher Breite ausschließlich friedlicher Nutzung, besonders der wissenschaftlichen Forschung, vorbehalten bleibt. Der Vertrag wurde auf der Antarktis-Konferenz 1959 von 12 Signatarstaaten in Washington beraten und trat 1961 in Kraft. Er hat große politische Bedeutung, weil er der erste internationale Vertrag nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war, der die Prinzipien der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung fixierte. Der erste, warum war dieses Scheißding so wichtig, Alter? Warum ist die Antarktis so wichtig, meine lieben Freunde? Why? Da gibt es viele Spekulationen. Das ist auf jeden Fall ein Mysterium. Kämpfe und dahin gereist sind, um irgendwas abzuchecken und danach diesen Vertrag geschlossen haben, ist auch Fakt. Das sind alles Facts. Dass die Pyramiden stehen, noch nie zerstört werden, nicht zerstört werden konnten und bis heute von niemandem nachgebaut werden konnten, ist Fakt. Wer hat die Scheiße gebaut? Ganz einfach. Verstehst du, was ich meine? Ich bin nicht so. Das ist das Ding, ja. Früher war ich anfällig für sowas. Da war ich voll auf dem Trip, Dicker. Deswegen habe ich mich. Würden dich Leute als wahnsinnig bezeichnen. Ja, da habe ich mich aber auch mit. Deswegen habe ich mich auch mit diesem Traukeim Promi dann getroffen. Früher war ich so richtig. Die Illuminaten und dies und das. Und ey, der Haftbefehl hat in seinem Video dieses Dings gemacht. Boah, der. Und der ist dabei und so. Ich muss ihn jetzt angreifen und dissen und so. Ich war. Krass. Das ist aber nicht. Ich war so voll Dings plump. Ja. Ja, man wird älter mit ein paar Jahren und das ist für mich alles voll der Bullshit. Es gibt mächtige Menschen. Es gibt Menschen mit Einfluss. Es gibt Menschen, die so viel Kohle haben, dass die politische Macht haben. Das ist was ganz Normales. Das ist noch nicht mal irgendwas, was du verstecken musst. Es ist normal. Es ist genauso. Und es gibt auch Menschen, die sich zusammenschließen und eine Verschwörung planen, Digga. Von diesen Menschen. Wenn du in, Facts. Aber man kann logisch an die Sache herangehen. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das will er am Ende des Tages sagen. So. Diese Pyramiden-Dinge und diese Antarktis-Verträge und diese ganzen Sachen, das steht schwarz auf weiß, das sind Facts, dass es das gibt. Und man kann sich die Frage stellen, wie ist das passiert, Digga? Wie wurden die Pyramiden gebaut, etc. pp. Aber genauso kann man sich auch Fragen stellen, warum ist die Welt so, wie sie ist, weißt du? Warum? Wie wurde das Geldsystem entwickelt? Wie wurde das Geldsystem etabliert? Wer steckte da dahinter? Kann es sein, dass es extra etabliert wurde, um uns Menschen zu versklaven und diese ganzen Sachen? Es ist nichts Verrücktes, so. Ist es nicht. Rap-Branche stattfindest und da die meiste Kohle und die meisten... Habe ich die meiste Macht? Die meiste Macht, ne? Ganz einfach, ich kann Sachen steuern, ich kann Sachen machen. Das ist auf der Welt so. Das gibt's. Ja. Es gibt Lobbyisten, es gibt Logen, es gibt Lobbys, es gibt Leute, die politische Interessen vertreten, die Politiker nach ihren Interessen funktionieren lassen. Dafür bezahlen sie ihren Wahlkampf und was weiß ich was für ein Scheiß. Ich find's halt voll geil und ich fand es damals halt auch schon voll geil, mit Leuten darüber zu reden, die jetzt aus dem Rap-Business kommen, die jetzt in erster Linie jetzt erstmal keine Historiker sind oder irgendwie, keine Ahnung, Alter, irgendwie Forscher sind oder Archäologen oder so, sondern einfach Leute, die ähnlich sind wie ich, weil wir haben ähnliche Backgrounds und so, ticken ähnlich und so und die einfach mal auf solche Themen und ich find das halt voll interessant, weil jeder eigentlich hat ja eine Meinung zu diesen ganzen Sachen. Und ich finde es halt voll interessant, mit Menschen darüber zu reden. So. Deswegen habe ich das auch gemacht und ich habe das gefühlt. Und die Leute haben das auch voll gefühlt. Guck mal, der Highlight, den ich hochgeladen habe, 460.000 Views, Digga, 11.000 Likes. Die haben es brutal gefühlt. Wenn man sowas in der Schule hätte, gäbe es eine Aufmerksamkeitssteigerung von 400%. Flair hat Pyramiden. Einfach zu heftig, wenn PA dir die Welt mit Shisha-Tabak erklärt. So. Ladet mal einen Kollege ein, dann kriegt ihr was zu hören. Das war der Plan. Wir wollten uns eigentlich mal zu dritt hinsetzen. Zu dritt oder zu viert mit Kianosch noch. Alles, dafür brauchst du keine Weltverschwörung. Verstehst du, was ich meine? Jeden interessiert so etwas. Ja, jeden interessiert es. Deswegen ist es so crazy, wie man von Mainstream-Medien dann versucht wird, für solche Sachen zu canceln. Also, weißt du, wie ich meine? Nachdem ich mit PA und Kollege geredet hatte und mit Kianosch, kamen dann diese Berichte vom Weiß und so, Leon Lovelock verbreitet gefährliche Verschwörungstheorien, weil wir über die Pyramiden geredet haben. So, ist halt, das sollte einen auch wieder hellhörig machen. Warum ist es so, dass die Mainstream-Medien gegen Leute schießen müssen auf Krampf, die über solche Sachen reden, die niemandem wehtun? Das tut niemandem weh, sich mit der Antarktis auseinanderzusetzen oder mit den Pyramiden, wenn es echte Mysterien sind, so.
das gehört eigentlich zur Menschheitsgeschichte dazu. Und es ist, wie der Kollege unten geschrieben hat, wenn das der Geschichtsunterricht wäre, wäre die Aufmerksamkeit von allen Menschen 400% mehr. Warum? Weil es wichtige Sachen sind und weil wir uns damit beschäftigen sollten. Deswegen, als dann letztes Jahr diese Vorwürfe kamen, boah, der hat auf seinem Cover auch jetzt diesen gemacht. Pierre und Kianosch wurden jetzt von der Loge gekauft. Das ist halt wild. Dann jetzt auch dazu. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Seid ihr behindert? Die Deutschrapper haben das eh nur mit diesen Zeichen, machen das eh nur, weil die Amis das machen und die machen das nach. Heutzutage kann ich mir schon gut vorstellen, bei so UFOs und so, dass da vielleicht auch Strukturen hinten dran stecken, die diese Jungs in diese Richtung treiben oder die selber auch Bock darauf haben. Aber in den Anfängen haben die Leute das nur gemacht, weil die gesehen haben, okay, Jay-Z macht Dreieck, ich mache auch, weil es cool jetzt. Bitte, Mann, hört auf, so eine Scheiße zu erzählen oder irgendwas. Kennst du diese Reptilien-Verschwörungstheorie? Manuel. Wer kann sich an Manuel erinnern? Von Domian Digi. Menschen gibt, die so Reptilien sind in Wirklichkeit. Was ist das denn für ein Scheiß, Mann? Seid ihr behindert? Raucht nicht so viel Gras und zieht euch nicht so viel Scheiße auf YouTube abends rein, damit ihr nicht so viel Kacke glaubt, Alter. Seid ihr auf Crack? Seid ihr auf Crack? Angela Merkel ist wirklich ein Reptil. Ja, ist voll witzig, aber, ne? Dem und dem Foto so und so geguckt. Was ist das für ein kranker Scheiß? Drake ist in Wirklichkeit ein Reptil. Justin Bieber ist ein Reptil. Ja, nicht Drake, Bruder. Ding, wer war es nochmal? Was hat Manuel gesagt? Wer war das nochmal? Hillary Clinton, bruv. Und Katy Perry. So. Das ist dann zu viel, Dicker. Ja, das ist voll der, das ist zu viel, voller Bullshit. Deswegen sage ich auch, und jeder, der übermäßig Erfolg hat, wird von den Illuminaten gekauft. Jay-Z wurde schon von Jahren von den Illuminaten gekauft. Mann. Das stimmt. Ey, bitte, Alter. Das sage ich dir, Digga. Ich sag dir ganz ehrlich, ich würde gerne halt jetzt mal gerne mit PA reden und ihn mal fragen, was er heutzutage so denkt. So. Nach dem, was bei P. Diddy und so rausgekommen ist, Epstein's Island, dies, das, bla, bla, bla. Ich sage, und das sage ich nochmal, ich habe das schon dreimal gesagt im Stream, glaube ich, Ich sage dir, Jay-Z ist der Nächste, Bruder. So. Das ist aber der Schwarze aus New York, Alter, der einfach ein Superstar geworden ist. Und seinen Arsch verkauft hat. Verstehst du, was ich meine? Ja, ist so. Das ist für mich too much, Digga. Kann sein, dass, selbst das ist normal. Die Musikindustrie wird dafür genutzt, um gewisse Messages rauszubringen. Die Sex. Bruder, guck mal, ich habe letztens mir einen Talk reingezogen von einem Artist aus New York auch, der damals auch kurz davor war, gesigned zu werden, so, ne? Das können sich halt die deutschen Künstler nicht vorstellen. Aber der hat ein ausführliches Gespräch gemacht, so, ne? Und hat erzählt, dass die das nicht mal, also das, da wird nicht mal ein Hehl draus gemacht, so. Die haben gesagt, hier, bevor du den Vertrag unterschreibst, hast du drei Optionen. Und dann wurden halt die Dinge aufgezählt, die er machen kann, ne? Und da ging es um Sex mit einem Schwein, irgendjemanden homosexuelle Aktivitäten mit jemandem zu machen. Und dann gab es noch eine dritte Option und er darf sich halt aussuchen, welche Droge er haben will. Jede Droge der Welt kann er sich aussuchen, damit er sich betäuben kann. Und das wird dann halt gefilmt so. Das ist halt schon normal geworden in dieser Industrie. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass da was dahinter steckt. Die machen das, um diese Leute in der Hand zu haben. Weißt du? Und es ist ja immer mehr Sachen kommen ja raus. Epstein's Island wurde genau aus diesem Grund etabliert, meiner Meinung nach, um diese bekannten Politiker und Rapper und Künstler und was auch immer dahin zu holen, die bei diesen Sachen zu filmen, die da machen, damit die was gegen diese Leute in der Hand haben und die Leute steuern können. Weißt du? Das ist kein Geheimnis mehr heutzutage, dass das wirklich auch stattgefunden hat. Und deswegen, das ist auch keine miese Verschwörungsmystik mehr, was es aber auch mal vor einer Zeit gewesen ist. Ne? Wenn du vor, was weiß ich, wie viele Jahren über Epstein's Island geredet hättest, oder hätten die Leute gesagt, du bist verrückt. Aber mittlerweile ist es ja rausgekommen und mittlerweile ist es quasi Wissensstand, aktueller Wissensstand. Die Leute wissen das mittlerweile, dass es solche Sachen gibt. Und ja, mit dem Diddy-Ding und die nächsten Sachen werden raus. Ich glaube, es wird immer offensichtlicher werden, was für ekelhafte Strukturen da sind, um das Narrativ zu steuern, die Jugend zu beeinflussen und die Vorbilder unter Kontrolle zu haben. Und die Leute, die regieren und die uns präsentiert werden, alle, weißt du, im Fernsehen, in Politik, in Medien, in Musik, in Filme. So, die haben natürlich ein Interesse daran, diese Jungs innen zu kontrollieren, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Das ist gar nicht mal so abwegig, weißt du, finde ich jetzt persönlich. Die Digitalisierung wird auch stark davon gefördert, aber das ist
Das ist alles, das findet vor unseren Augen statt. Das ist keine Weltverschwörung. Das findet vor unseren Augen statt. Die wollen. Aber die Beeinflussung findet nicht vor unseren Augen statt, so. Und ich gehe so weit, dass ich sage, dass diese P. Diddys und Jay-Zs und so, ne, die uns präsentiert werden und die jetzt fallen gelassen werden, auch nur Handlanger sind. Gestern habe ich mir reingezogen hier. Ich habe mir reingezogen den Talk. Das ist eine krasse Sache eigentlich. Alter, wenn wir englischen Content machen würden, dann würde ich da reingehen mit euch, ne? Aber das ist halt in Deutschland, Bruder, lebst du hinterm Mond. Aber international, Shook Knight hat einen Podcast gemacht aus dem Knast heraus mit PBD. Haben die einen Podcast gemacht und Shook Knight hat da auch erzählt, diese ganzen Leute, ne, wie Diddy und Jay-Z und so, die werden ja von irgendeiner Seite auch beeinflusst, so. Und da musst du dir mal reinziehen, wer deren Mentoren sind und so. Das sind immer die Executives, ne, die meistens einen bestimmten Background haben, den ich jetzt an der Stelle nicht erwähnen werde, und die dann die Jungs innen steuern. Und die sind auch nicht schwarz. Das mal nur dazu gesagt, so. Und die diese Jungs steuern und die diesen Jungs sagen, was sie zu tun haben. Und glaub mir, die werden nie mit Konsequenzen zu rechnen haben. Diese P. Diddys und Jay-Zs und Epsteins und so, das sind nur Marionetten, die gesteuert werden von größeren Leuten. Aber diese Leute werden halt nicht mit Konsequenzen rechnen, weil keiner weiß, wer diese Leute sind. Mädels dazu kriegen, dass die nur nach Gucci, Mucci, Prada und was weiß ich was für eine Scheiße traben und streben und so. Dieses ideale Frau, Körper, Titten, Arsch, Lippen. So, und also Ollen wie Lady Gaga und was weiß ich wem, was weiß ich wer, die eine Kim Kardashian und keine Ahnung wen, die leben das halt vor, so. Die setzen halt diese Maßstäbe, ja. Aber das, da ist für mich keine Weltverschwörung dahinter, dass irgendjemand da sagt, wir müssen alle Frauen auf dieser Welt zu Schlampen machen. Sehe ich anders. Ich sag, die werden extra in die Richtung beeinflusst. So. Genauso wie die schwarzen Jungs in Amerika, die Rapper extra in diese kriminelle Richtung beeinflusst werden, damit die ja auch Drogen nehmen, sich gegenseitig über den Haufen knallen und in den Knast kommen. Das Kranke bei der Sache ist ja, dass diese Executives, von denen ich eben geredet habe, dass die nicht nur die Labels in der Hand haben, sondern auch die privaten Knäste in Amerika. Oh shit, Bruder, ich bin mieser Verschwörungs-Aluhut-Mystiker. Das würde ich jetzt sagen, wenn ich heute einen Talk mit ihm machen würde. Wir müssen jetzt alle Mädchen in unseren Bann ziehen. Und alle Jungs machen wir jetzt so und so. Das ist doch voll der Quatsch, Dicker. Aber es gibt Sachen, die auf jeden Fall, wenn ich dann sehe, ey, das ist Hand und Fuß und das ist mysteriös, da stimmt doch irgendwas nicht. Wie wurden diese Pyramiden gebaut? Oder warum wurde nach, was ist der Sinn, warum nach dem Zweiten Weltkrieg als allererstes ein Vertrag über ein Gebiet geschlossen werden muss, der eigentlich völlig uninteressant ist, der nichts mit dem ganzen Geschehen zu tun hat? Das sind Sachen, die fragwürdig sind. Da frage ich mich. Ja, da sollte man hellhörig werden, meine Jutzen. Okay, was war da? Was ist da? Keine Ahnung. Es gibt Leute, die glauben richtig an eine flache Erde. Die glauben, da ist die Antarktis und hinter der Antarktis gibt es irgendwelche Gebiete und Flächen, die wir gar nicht kennen. Digga, die Community ist riesig. Wo die von den Flachis lebt. Wo alles wunderschön ist. Bist du meiner Meinung, wenn ich zu dir sage, dass es aber für den Otto-Normalverbraucher wahnsinnig ist? Nicht ja. Gerade hilfreich natürlich. Ist, sich zu viel mit dem Shit zu beschäftigen? 100%. Bist du aber auch meiner Meinung, wenn ich dir sage, dass selbst wenn Wissenschaftler... Guck mal, da war ich noch ein bisschen mehr NPC, ne? ...darauf kommen würden, dass solche Sachen stimmen könnten, sie sie niemals aussprechen könnten, weil man sie sofort für behindert einstufen würde? Bruder, merkt ihr gerade, dass die Rollen sich vertauscht haben, Alter? Wir haben Change gemacht, wir beide. Mittlerweile bin ich der rechtsmystische Aluhut-Schwurbler, Digga, und Pierre sagt, nein, Bruder... Business hier in Man, Alter. Weil ich bin mir sicher, dass es wissen. Bro, du hättest dich nicht zu Corona äußern sollen. Doch. Doch, doch, Digga, es war alles gut, so wie es ist. Bruder, hätte, wäre, wenn, gibt's nicht. Die Realität ist das, was zählt. Es gibt Menschen, die irgendwas wissen. Aber vielleicht sogar sagen. Versuchen, es zu sagen, aber wir nicht zuhören. Ja, kann auch sein. 100%. Glaube ich schon daran, Alter. 100%, Digga. 100%. Krass, Alter. Ey, die Leute werden es feiern, Bruder. Die Leute werden den Talk feiern, Bruder. Geil. Okay, Bro, jetzt will ich. Lass uns noch schnell ein paar Fanfragen durchgehen, Bruder. Ich will dich auch nicht zu lange aufhalten. Ja, Mann. Damit die Boys und Girls hier auch mal die Chance kriegen, dich noch was zu fragen, ne? Yes, yes, yes. Aber mach. Digga, das Ding ist, weil der eine das gesagt hat mit dem Corona-Video.
Der Fehler war nicht, dass ich meine Meinung zu Corona geäußert habe, meiner Meinung nach, so. Sondern das Krasse war, wie die Leute darauf reagiert haben und wie sich die deutsche Szene, generell YouTube-Bereich, Rap-Bereich, danach verändert hat, so. Ich bin immer noch der Gleiche, der da sitzt, so. Ich bin immer noch lustig, ich bin immer noch cool, ich will immer noch niemandem was Böses. Ich habe immer noch mein Herz voller Liebe, Dicker. Und würde eigentlich mit jedem quatschen, so, ich habe mich nicht verändert, Bruder. Ich habe meine Meinung zu Corona gesagt, ja, aber was dann passiert ist, das haben die Leute gemacht. Das hat der Mainstream gemacht, das hat die Szene gemacht, das haben die Kooperationspartner gemacht, das haben die Rapper gemacht, das habe ich nicht gemacht. Ich bin immer noch der Gleiche und ich bin immer noch genauso, wie ich da auch war, nur noch ein bisschen intelligenter geworden und habe mich mit mehreren Sachen auseinandergesetzt, so, weißt du? War nicht meine Entscheidung. Das war deren Entscheidung, dass sie nicht mehr mit mir reden wollen. Und dann habt ihr Pech gehabt, Digga. Ich bin immer noch hier, ich bin immer noch derselbe und ich bin immer noch glücklich und ich mache immer noch mein Ding. Das ist geil. Geil, auf jeden Fall. Hat so Spaß gemacht. Super. Scheiße, jetzt hat er meinen Kopf auch gut gefickt ein bisschen, ja? Guck. Hier, ihr habt mich reingeholt. Jetzt muss ich mir direkt diesen Antarktis-Vertrag reinziehen. Das geht Quatsch, ne? Hä? Okay. Antarktis-Vertrag. Ich bin auch sicher, wenn ich mit meinem Bruder direkt darüber rede, der hat das auch schon alles durch, Alter. Der Antarktis-Vertrag ist eine internationale Übereinkunft, die festlegt, dass die unbewohnte Antarktis zwischen 60. und 90. Grad südlicher Breite ausschließlich friedlicher Nutzung, besonders der wissenschaftlichen Forschung, vorbehalten bleibt. Der Vertrag wurde auf der Antarktis-Konferenz 1959 von 12 Signatarstaaten in Washington beraten und trat 1961. Keine Ahnung, wo das ist. Er hat große politische Bedeutung, weil er der erste Vertrag nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war. Scheiße, Alter. Weißt du, wie es bei mir war? Ich habe mir nach 9-11, was mich mega mitgenommen hat, weil ich auch halb Amerikaner bin, so. Also mein Vater ist Amerikaner, Afroamerikaner. Ich sehe mich eher als halb Afrikaner. Nichtsdestotrotz hat mich das zu dem Zeitpunkt damals mitgenommen, weil einfach, ja, sowas Krasses passiert ist, ja. So. Und dann bin ich irgendwann auf dieses Zeitgeist-Ding gestoßen, wo das ja auch Thema ist, so. Okay. Und dann war ich zum ersten Mal damit konfrontiert, dass das, was die da in dem Fernsehen sagen, vielleicht nicht die Wahrheit ist, so, ne? Das ist crazy, Bro. Ich weiß noch, wie ein Kollege von mir mich auch parallel dazu zugelabert hat. Baro, Digga, Shoutouts gehen raus. Der war auch schon mies in der Recherche drin. Der sagt, Bro, und ich habe das richtig persönlich genommen. Ich war genau einer von diesen Leuten, die das nicht wahrhaben wollten am Anfang. Nein, die würden uns niemals anlügen, habe ich gesagt. Wieso sollten die ihre eigenen Leute töten und so? Weißt du, ich war richtig, ich wollte richtig an diesem Weltbild festhalten, dass alles okay ist, so. Das war krass. Und hab mir das voll reingeflasht, Digga. Und war voll der Überzeugung so, ach du Scheiße, Digga, die Welt ist gefickt. Ne? So, ich war wirklich so, die Welt ist gefickt. Ja. Ich hab keine Kinder in dieser Welt sitzen, ich hab kein Drive mehr, ich hab kein Ziel mehr, wir sind eh alle im Arsch, so. Ja. Irgendwann habe ich dann eine Doku darüber gesehen, wie die dieses Zeitgeist-Ding widerlegt haben und dann die andere Sichtweise darauf nochmal betrachtet haben. Kam dann bei D-Max oder so, kam dann so eine Dokumentation, wie die Zeitgeist, die haben wirklich das originale Zeitgeist-DVD, haben die da eingespielt und dann diese Fakten, die da gesagt, genannt wurden, dann widerlegt. Gesagt haben, dass gar nicht alles stimmen kann, was die da sagen. Dann habe ich gemerkt, so, okay, kacke, Digga. Es wird immer eine die Seite geben und es wird die Seite geben. Und ich werde aber nie persönlich als Leon Lovelock, werde ich nie hinter den Vorhang gucken können. Ich werde nie wissen, was die... Man kann nur Theorien aufstellen, das stimmt. Wahrheit ist. Geht? Aber man kann auf jeden Fall feststellen und wissen... bei gewissen Themen, dass es nicht so ist, wie sie uns erzählen. Das kann man auf jeden Fall. Wie es wirklich gewesen ist, kann keiner von uns wirklich beantworten. Man kann nur spekulieren und davon ausgehen, dass uns auf jeden Fall nicht die ganze Wahrheit gesagt wird. Und deswegen ist es halt auch, sage ich ja auch immer wieder zwischendrin, nicht gut, wenn man zu fanatisch wird. Weil am Ende können wir nicht genau sagen, was Phase ist. So, wir können nur Theorien aufstellen, wir können vermuten. Und deswegen ist es nicht das Wichtigste, sollte es nicht das Wichtigste in eurem Leben sein, euch mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, sondern, wie ich es die ganze Zeit schon sage, euer Leben, das, was ihr für euer Leben machen könnt und kontrollieren könnt auch. Ihr könnt nämlich euer eigenes Leben kontrollieren. Ihr könnt anfangen, in euch zu gehen, euch zu fragen, was ist mein Traum? Was will ich hier in der Welt schaffen? Und das sollte die höchste Priorität für alle von uns sein. Die Beziehung mit uns selbst und das zu tun, was Gott uns sagt. Das ist das. Es gibt auch Leute, und dann habe ich einfach aufgehört. Es gibt Leute, die gucken sich dieses Interview an, die sagen, was ist dieser Pierre jetzt für, was ist das denn für ein Spaß, den er glaubt. Es gibt ja diese bisschen Überheblichen, die sagen, Mann, das ist alles Quatsch. Und die sich alles irgendwie mit Logik und Schule und Bildung erklären können. Es gibt auch Leute, die mich jetzt voll feiern. Boah, der ist auf... Bruder, alle haben dich gefühlt, Digga, nach dem Talk. Sag ich dir so, wie es ist. So in die Kommentare, Digga, ist wild.
der hat das auch gecheckt und so mäßig, ja? Ja, voll. Aber ich bin einfach frei von allem. Ich sag so... so ja, aber ich glaube, wir leben sowieso gerade in der Zeit und unsere Generation ist sowieso gerade auch so eine Generation, die allen Sachen, die gegen das sprechen, was Mainstream ist oder System ist, offener gegenüber sind, so, weißt du? Die hören mehr zu. Die lassen es auch zu, mal eine andere Sichtweise zu sehen und fahren sich nicht so fest und sagen, der ist verrückt. Wichtig. Weißt du? Aber es wird immer offener so. Es gibt auf jeden Fall auch in der Politik viel abgefuckten Scheiß. Mittlerweile passieren Sachen, Dicker, ganz öffentlich, wo du gar nicht mehr irgendwie sagst, ey, die verarschen uns hinter den Kulissen. Zum Beispiel diese Geschichte mit dem... Digga, ich sag mal jetzt Trump. Ich schmeiß mal jetzt Trump rein, ne? Ich sag jetzt das beste Beispiel. What the fuck? Trump. Hast du von dem Saudi-Araber gehört? War das Saudi-Araber? Hast du von... Digga, ich wusste gar nicht, was wir da geredet haben. Saudi-Araber gehört, der in der türkischen Botschaft... Nee, ich krieg gar nichts, ich guck keine Nachricht, ich guck kein Fernsehen. Ich zieh dir jetzt mal die Geschichte rein. Da ist ein Saudi-Araber, also ein Araber aus Saudi-Arabien, der ist in der Türkei. Der will heiraten. Eine türkische Frau. Hm. Mich hätte jetzt interessiert, was ich zu dem Trump-Thema zu sagen hatte damals. Oder er. Der lebt auch dort in der Türkei. Und der berichtet immer. Der ist Journalist und schreibt gegen das saudische Königshaus. Okay? Okay, dann bist du ja schon... So, jetzt geht er in der Türkei in die saudische Botschaft, weil er Papiere für seine Hochzeit abholen muss. Hm. Der kommt aus dieser Botschaft nie wieder raus. Jetzt pass auf. Oh, shit. Aus dieser Botschaft nie wieder raus. Ah, jetzt kann ich mich erinnern. Am Ende wird bewiesen, dass sie ein Ermordungskommando von 12 Team einfliegen lassen hat, die den zerstückelt haben und in Koffern einfach wieder aus dem Dings rausgebracht haben. Und das ist bewiesen. Das ist bewiesen. Erstmal, die ersten 2 Wochen war so, Amerika, wir wollen eine Erklärung. Wir wollen eine Erklärung. Wir wollen wissen, was da passiert ist. Ihr müsst uns was erklären. Dann sind Tonaufnahmen rausgekommen, wo du richtig hörst, wie die miteinander reden, während die den zerschneiden, beim lebendigen Leib. Tschüss. Und der eine sagt, ey, du musst dabei Musik hören, wenn du das machst. Dann was? So abgelenkt und so. Scheiße. Richtig auf. Und dann, die kommen in Erklärungsnot, die müssen sich irgendwas erklären. Dicker, die haben einfach eine Erklärung abgegeben. Ja, wir wollten den verhören, wir wollten ein bisschen so Angst machen. Dann ist eine Schlägerei passiert und er ist gestorben. Das war's, das Thema ist gegessen. Trump sagt, alles klar, okay. Wenn die Saudis das sagen, ist richtig. Warum? Das sind seine Freunde. Der hat mit denen Deals. Das ist nicht Iran. Wenn das in Iran passiert wäre, wären bei uns einmarschiert. Facts. Die hätten einen Krieg angefangen, sofort. Aber Saudi-Arabien ist jetzt mal was durchgesickert, was so hinter den Kulissen passiert, mal an die Öffentlichkeit geraten. Was soll's? Kehren wir einfach unter den Teppich. Scheiß drauf. Die haben so, kennen wir von Israel auch. Die haben eine Erklärung abgegeben. Die haben sich doch nur geboxt und der ist dabei leider gestorben. Wir haben zwar Beweise, dass sie den zerstückelt haben, den Koffer aus der Botschaft rausgetragen haben, aber weiß. Scheiß drauf. Da geht's um Cash, bruv. Und das ist nix. Die Saudis sind halt gut verknüpft auch mit dem Westen, ne? Das ist irgendwie geheim passiert. Das passiert vor den Augen der Öffentlichkeit. Und deswegen verstehe ich auch, dass das Volk langsam ein bisschen behindert wird. Weil da ist keine Verschwörung mehr. Die sehen offensichtlich, wir werden hier die ganze Zeit verarscht. Hier ist Vetternwirtschaft mit betrieben, auf globaler Ebene. Ja, wie wird so ein Bruder überhaupt Präsident, Dicker? Weißt du, was ich meine? So, das ist für mich schon so crazy as a motherfucker, Alter. Das ist heftig. Irgend so ein Typ, Dicker, der Ollen weggeflext hat, der irgendwie Sachen gemacht hat, Bruder, die voll krass sind, so ist auf einmal Präsident der Vereinigten Staaten, Bruder. Hä? I like that. Weißt du, was ich meine? So, ja, Dicker, für mich ist das so voll unrealistisch, Mann. Deswegen, ey, bei mir ist so, ich bin echt so der Typ, ich zieh mir das gar nicht rein. In Amerika habe ich auch irgendwie das Gefühl, die machen immer so, wir probieren mal alles aus. Wir probieren mal den Smarten, dann nehmen wir wieder den Vollbastard. Die machen das immer so, ist dir das mal aufgefallen? Nach Trump direkt Joe Biden, Digga. Den kaputtesten Typ, den man da hinsetzen konnte, der schwör's dir. Guck mal, deutsche Regierung. Also ich glaube, das ist langsam in diese Richtung gegangen, dass die immer mehr Leute installiert haben, die man nicht ernst nehmen kann, damit man schaut, wie das Volk darauf reagiert oder was? Keine Ahnung, Digga. Vielleicht können wir da einfach irgendwelche Idioten hinsetzen, die nicht mal Deutsch können, richtig? Und die Leute vertrauen uns trotzdem noch. Gucken wir mal. Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Donald Trump. Die ganze Zeit so, wir probieren mal aus, wir switchen von links nach rechts. Mal gucken, was besser ist. Wir testen jeden Bastard aus, mal gucken, wer gut ist. Als nächstes nehmen die Kanye West. Wann war das, Digga?
2019. Hat der Kanye da schon angekündigt, dass er mal 2024, Digga? Yay 2024? Dicker, Alter, das wär's, Digga. Guck mal, krass. Ja, sag, lach mal nicht zu laut darüber, Digga. Ja, nee, du. Bro, das ist. Digga. Drake nach Kanada abschieben, der wird, genau, der wird erstmal Drake nach Kanada. Krass, da haben wir noch spekuliert, da haben wir lustig uns darüber gemacht, wenn Kanye für die Präsidentschaft oder zur Präsidentschaft antreten würde, Digga. Krass. Ey, heftige Sache, ne? Die Hälfte von dem Shit, den wir hier erzählt haben, habe ich nicht mehr im Kopf gehabt, deswegen geil darauf zu reagieren. Das ist auf jeden Fall eine lustige Nummer. Gucken wir noch ein bisschen Kommentare hier. Flair hat Pyramiden bauen erfunden. Wer liebt sich so Verschwörungen und diskutiert gerne darüber? Fragezeichen. Für PA Sports ist ein Warndreieck schon eine Pyramide. Was? Nee, Digga, das hat er nicht gesagt. Sorry, Bro. Das ist nicht cool, Bro. Oh, shit. Ich küsse euer Herz. Schreibt auf jeden Fall eure Gedanken dazu, wie immer, unten in die Kommentare rein, meine lieben Freunde. Wir sehen uns natürlich wie immer im nächsten Video. Bleibt schön entspannt. Gebt euch die Videos. Ich will hier nochmal sagen, Wodak-Interview ist auf jeden Fall online. Dr. Wolfgang Wodak über die RKI-Protokolle etc. pp. Ich werde es mal unten in der Beschreibung verlinken. Checkt das aus. YouTube unterdrückt das heftig. Deswegen, ja, Mann. Das wäre schon eine gute Sache von euch auf jeden Fall. Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.